schwache Markttage und wie du sie trotzdem handeln kannst, aber aufgepasst, alles das in diesem Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist ein sehr schwacher Tag. Wir haben einen klassischen Montag, schwache Bewegung, ein, zwei Impulse und wir sehen schon im Hintergrund, die Bewegungen sind nicht besonders groß. Was wollen wir an solchen Tagen traden? Was sollte man nicht traden? Worauf sollte man achten? Generell gilt bei schwachen Tagen immer nur mit der Bewegung handeln. Handelt niemals gegen die Bewegung. Rechnet damit, dass der Markt an allem und jedem Punkt abprallt, dass man immer Reversals traden sollte, beziehungsweise Abpraller traden sollte. Bedeutet, der Markt läuft hier hoch, wir kommen an die Value Area, wir traden den Abpraller, wir kommen am Tagesbock, wir laufen auf ein altes Hochtief auf. Das heißt, wir wollen immer damit rechnen, dass der Markt sich an allen alten schwer tut. Ne, wenn der Markt so wie hier in eine Seitwärtsphase übergeht, dann ignorieren wir das Ganze. Es geht immer darum, dass was angelaufen wird und dass wir eine Reaktion sind. Sprich, würden wir jetzt hier den Long suchen, wir sehen, dass der Markt hier den Short suchen, wir sehen, dass der Markt sich hier schwer tut, würden wir den Trade sofort canceln und gar nicht drinbleiben und hoffen und beten, weil das ist das Schlechteste. Auch wenn man jetzt sagen kann, auch der ist ja hinterher gedreht, aber wo soll man den Stop hinpacken? Macht keinen Sinn. Ne? Das heißt, das sind generelle Sachen, zu denen ich euch immer raten kann. Wenn der Markt schwach läuft, nehmt eine nicht zeitbasierte Einheit. In dem Fall, ihr seht es im Hintergrund, ich habe einen 4er Range Chart offen, sprich alle 5 Ticks gibt es eine neue Rotation. Das heißt, Seitwärtsphasen, so wie hier, wenn Kerzen verschachtelt sind, fallen schnell auf. Sobald der Markt einen kleinen Move macht, wir sehen hier 3, 4, 5 Kerzen mal in eine Richtung, sehen wir sofort, okay, wir sind von seitwärts verschachtelt oder seitwärts abwärts verschachtelt, gehen wir in eine Bewegung rüber und super, dann warten wir auf Rücksetzer oder High-to-Low-Volume-Setups, die wir traden wollen. Na, das heißt, hier in dieser Abwärtsbewegung warten wir auf einen kleinen Rücksetzer. Wir laufen hier diesen kleinen Breakout, also diesen kleinen Breakout-Bereich an, nur ungefähr. Wie gesagt, alles im Trading ist ungefähr. Man tickt genau, gibt es nicht, wenn man sich was anschaut oder einen Trade machen will. Man muss immer ungefähr mit was planen. Was sehen wir hier? Bumm. Wir laufen zurück in den Bereich, wo wir hier und hier und hier hatten wir starkes Front-Pushing. Wir haben wieder Front-Pushing. Verkäufer kommen hier rein. Wir nehmen den Short-Trade mit. Aber was ist jetzt eure Erwartungshaltung? Womit müsst ihr da rangehen, wenn ihr so einen Trade macht? Nicht viel. Wenn wir im 4er Range Chart traden, rechnet damit 4 bis 6 Ticks maximale Bewegung. Das ist euer Target. Damit müsst ihr rausgehen. Nehmt nicht mehr mit. Nur weil hier jetzt mal eine etwas längere Bewegung war und hier mal eine etwas längere, heißt das nicht, dass der Markt jetzt die ganze Zeit auf einmal 20, 30, 40 Tick Bewegung macht. Das heißt, schaltet eure Erwartungshaltung runter, passt eure Targets an die Liquidität und Volatilität des jeweiligen Marktes an. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, wenn man tradet. Anpassung. Und schon jetzt mal wenig in Bezug auf meine alten Videos, was ich schon mal erklärt habe. Wir sehen hier starke Abwärtsbewegung, was fällt auf? Stark negatives Delta. Markt fällt weiter. Die erste Kerze, wo wir eine Gegenbewegung haben, markiert schon das Ende. Der Markt macht hier einen Rücksetzer. Dann wäre das wieder unser Einstieg. Potenziell interessanter Punkt wird dann wieder dieser Breakout-Bereich. Wenn wir uns diesen Breakout-Bereich angucken, wir sind wieder drunter gelaufen, nachdem wir einen Rücksetz hatten, wieder sehen Front-Pushing, wieder aggressive Verkäufer kommen rein, Markt kommt wieder zurück. Ihr seht, das sind die ganze Zeit dieselben Sachen, auf die wir achten müssen. Das ist das, was man lernen muss. Konstant, immer und immer wieder dieselben Setups, dieselben Sachen benutzen, auf dieselben Sachen achten. Ihr dürft nicht tausend Sachen reininterpretieren, alles Mögliche machen, weil man muss Trading so simpel wie möglich halten. Dann wird man auch nachhaltig erfolgreich. Wenn Footprint-Verständnis oder Bookmap-Verständnis, / Heatmap oder auch Orderbook-Trading, was natürlich alles Eigenschaften sind, mit denen man sowas traden kann, oder Mittel sind, mit denen man sowas traden kann, euch zu kompliziert sind, ihr keine 30, 40, 50, 1000 Stunden vielleicht ins Lernen investieren wollt, was man locker mal machen muss, wenn man das autodidaktisch lernen will. Dafür gibt es dann Trading-Systeme. Nicht zu verwechseln mit Trading-Strategie. Eine Trading-Strategie ist, ich sage euch, wir laufen hier, wir haben hier ein EMA, wir haben hier oben den Wheel, wir laufen das an, wir traden einfach den Abpraller, wenn wir eine rote Kerze haben. Das macht keinen Sinn. Trading-Systeme sind Systeme, die mathematisch berechnet wurden, fundiert sind, wo man genau weiß, an was für ein Szenario X wir den und den Vorteil haben und wie oft kommt Szenario X und wir wollen immer die gleiche Situation haben, wir wollen immer die gleiche, an den gleichen Bereich reingehen und das ist nicht irgendetwas Charttechnisches, was man analysiert, sondern das ist etwas Technisches im Handel selber, im Chart selber. Das heißt, wenn sich
ein technisch bedingter Punkt ereignet. Zum Beispiel nehmen wir was ganz Klassisches, eine Iceberg Order. Dann wissen wir, wenn die Iceberg Order am Punkt oder an Stelle XY gebrochen wird, zum Beispiel, können wir mit einer Bewegung von X Ticks Bewegung rechnen. Das wäre quasi ein technisches System oder Systemhandel, was man machen kann. Sowas könnte man rein theoretisch handeln. Natürlich Iceberg Order sollte man nicht handeln. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein Systemhandel. Und genau das mache ich mit dem RTS-System. Für alle die, deren das normale Footprint-Verständnis zu weit geht, too much ist, die nicht diese Zeit haben, um das Ganze zu machen, für die ist das RTS-System mit festen Regeln, wo ihr einfach nach traden müsst. Ihr braucht ein Minimalverständnis, das ist, wird aber alles beigebracht, das habt ihr innerhalb von einem Abend gelernt, was ihr können müsst. Und dann braucht ihr nur noch auf eure Systeme Alerts warten, legt eure Orders rein, managt den Trade. Zum Beispiel heute bin ich, wollen wir uns für den heutigen Trading-Tag mal zu Genüte führen. Was ist heute passiert? Was war heute? Heute war ein sehr, sehr, sehr schwacher Tag. Wie ist unser Trading-System gestartet? Wir hatten einen kleinen Trade, der war so ein Plus-Minus-Trade, vielleicht auch ein Fehltrade. Wir waren 18 Ticks mit einem Nasdaq-Trade im Plus, dann ist der Markt schnell gedreht. Bedeutet, wenn man da nicht schnell reagiert hat, hat man vielleicht 10, 20 Ticks Minus gemacht. Dann haben wir ein, zwei Trades gehabt, wo wir so 20, 30 Ticks mitgenommen hatten. Dann hatten wir einen guten Trade, wo wir 200 Ticks mitgenommen haben. Und dann war der Trading-Tag vorbei, weil ich für mich entschieden habe, wir sind über 200 Ticks im Plus. Im Nasdaq, das ist sehr gut. Der Tag ist sehr schwach. Wir sind typisch Montag, ein Move, das war's. Genauso ist es. Dann habe ich gesagt, okay, den Trading-Tag beenden wir jetzt im RTS-System. Es reicht, wir haben 200 Ticks mitgenommen. Es ist ein sensationelles Ergebnis. Und das alles in den ersten anderthalb Stunden der Markteröffnung. Oder vielleicht zwei Stunden der Markteröffnung. Was will man mehr? Das war ein stressfreies Trading. Wir hatten keinen wirklichen Drawdown, wir hatten keinen Stress. So soll es sein. Und wenn wir Tage haben, wo die Märkte stärker laufen, was Dienstag, Mittwoch, Donnerstags, Freitags immer öfter der Fall ist, natürlich als an einem Montag. Ein Montag ist statistisch gesehen immer der schlechteste Tag. Dann haben wir natürlich auch Zeiten, wo wir länger traden und dementsprechend auch größere Strecken nochmal mitnehmen oder mehr Trades mit größeren Strecken machen und dementsprechend die Profits natürlich noch größer sind. Aber das Ganze ist etwas, dafür ist Systemhandel da, dass man klare Regeln hat. Wenn gewisse Bedingungen nicht mehr stimmen, dann hören wir einfach auf. Wir haben diese Regeln und das macht es so einfach. Und damit ihr, wenn ihr mit dem RTS-System handelt, diese Regeln nicht die ganze Zeit über dem Kopf haben müsst und damit es euch leichter fällt, gibt es eine Gruppe, wo ich die ganze Zeit immer jeden Tag sage, so, jetzt solltet ihr nicht mehr traden, ihr solltet traden, ich poste Trades, ich sage, das sind keine Trades aus den und den Gründen, ich sage, das ist ein super Trade, wenn sich irgendwas ereignet, was vielleicht man gleich traden kann, poste ich auch mal rein. So, Achtung, aufpassen, da haben wir gleich Setup, das wäre ein sehr guter Long-Einstieg, achtet alle da drauf. Das heißt, da habt ihr noch ein bisschen Unterstützung in der Telegram-Gruppe, wo ich jeden Tag Updates für alles gebe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum RTS-System habt, lasst es mich gerne wissen. Morgen lade ich Trades hoch, beziehungsweise wir machen auch ein Live-Trading mal auf YouTube, wo ich euch das Ganze live zeige. Morgen kommen aber Trades auch vom morgigen Tag. Also seid gespannt. Morgen geht's los mit RTS Live-Trades. Bis dahin, einen schönen Abend. Bis bald.